Ich wollte mal fragen, wie kommt denn das Feld Projekt Minecraft überhaupt bei euch an? Sagt ihr, ja, es ist ganz gut, wie ich es mache, oder nein, ist nicht gut, ich soll damit aufhören, oder was meint ihr dazu? Soll ich es weiterführen oder lieber nicht, oder lieber doch, oder lieber nicht, oder lieber doch, oder lieber nicht, oder lieber doch, oder doch nicht, vielleicht? Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Alter, schon wieder so ein scheiß Tintenfisch. Geh weg! Ich glaube, der ist angezogen von der Beethoven-Musik, ne? Na gut, welcher Tintenfisch ist das nicht? Sogar Thaddäus. Drum. So, dann können wir hier wieder alles ausbuddeln. Ja, die Folge ist jetzt eher weniger spannend, aber muss halt auch sein, ne? Gehört auch zu Minecraft. Ja, jetzt kommt wunderschönes Rock. Wenn mir die Musik dann auf den Sack geht, dann schalte ich sie ab. Wenn wir sie dann 10.000 Mal gehört haben, dann ist aber auch gut. Hui. Jetzt sind es noch 3 Blöcke. Ist nicht mal so schlecht, die Musik, ne? Nicht. Ja, gut. Gibt Schlechteres. So, Heavy Metal Kacke. Ja, Entschuldigung, falls ich hier mit meinem Geschmack irgendjemanden auf den Fuß trete, aber es ist halt. Heavy Metal ist jetzt einfach nicht mein Geschmack. Wer Heavy Metal gut findet, der soll es hören. Ich muss es nicht haben. Auf meine Erde reicht, um hier alles auszuheben. Super, eingeschlossen. Ich bin mein eigener Gefangener. Ich habe mich in so einem Kerker mitten im Wasser gefangen. Ich bin mein eigener Sklave, der sein eigenes Haus baut. Mitten im Meer, weil er einfach zu verrückt ist, um ein normales Haus zu bauen. Ich brauche mehr Dirt. Ich brauche Dirt 4. Verarschen? Ich hab's heute aber auch mit dem Verbauen, ne? So. Dann gleich sehen wir. Fertig mit dem Aus... Nein! Im Ausheben. Dum, 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 dum. Ja, ich weiß, es gibt Spannenderes, aber es ist halt auch Minecraft. Muss halt aus sein. Und ich werde das Zeugs hier nicht rauscutten. Das könnt ihr vergessen. Einfach, weil es dazugehört. Minecraft ohne so langweiliges Abbauzeug, sonst ist halt nicht Minecraft. Und meine
Schaufel hat sich, glaube ich, verabschiedet. Machen wir uns zwei neue. Zwei für eine. Dieses Sprichwort hat eine ganz neue Bedeutung. Immer noch Nacht, ne? Nein! Ich Depp hab mir nichts zu futtern mitgenommen. Mann! Ich hoffe, ich werde hier nicht verhungern. Ich hoffe, wir haben genug Essen. Ich glaube, wir haben zu wenig Essen noch an Vorrat. Um das Ganze zu überleben, bis wir dann den... das Dings haben, das Beet. Also als erstes werde ich mich ja um Weizen kümmern, damit wir erstens Tiere anlocken können und zweitens uns Brot machen können. Na komm. So, jetzt kommt dann gleich die letzte Schicht. Dann haue ich den Boden noch raus. Ja, mal schauen, wie es mit der Blockanzahl dann steht. Ob ich den Boden noch raushau oder ob das hier direkt unser Boden wird. Den Boden will ich aber ziemlich sicher mit Cobblestone machen. Und dann irgendwie so eine Mitteletage noch reinzimmern. Ach, das ist ein Tintenfisch. Dacht schon. Was kommt denn da jetzt gedingselt? Irgend so ein Vieh aus The Walking Dead oder so. Der Walking Dead, auch so ein übergeiles Game, ne? Ich hab's nicht, ich werd's auch nicht wahrscheinlich nicht kaufen, ich werd's nicht let's playen. Aber ich hab die Let's Plays geschaut das erste Spiel hab ich bei dem Sarazar geguckt. Und die Nummer 2 gucke ich jetzt bei Yisuanji, der momentan da irgendwie nicht weitermacht. Und richtig, richtig cooles Game. Also, weckt richtige Emotionen. Oh, es ist Tag. Emotionen bei Spielen, das ist ja auch so ein Thema, ne? Es gibt wirklich viel wenige Spiele, die... wo ich dann wirklich Emotionen empfinde. Aber es gibt doch ein paar. Also GTA 4 ist beispielsweise eines von diesen, wo ich dann wirklich Emotionen habe. Soll mal noch einer sagen, Gamer sind emotionslos. Das sind wir nämlich überhaupt nicht. Ja. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreibe, was euer emotionvollstes Spiel war. War das Deutsch? Ja, ich glaube, das war Deutsch. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, welches euer Spiel ist, wo ihr wirklich Emotionen hattet? Und ja, beispielsweise bei GTA 4, das Ende, wo Kate oder Roman erschossen werden. Da war dann der einzige Moment, wo ich dachte, wirklich, der Typ, der muss sterben. Bei allen anderen kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, wieso sie jetzt sterben mussten. Bei dem... Wer ist der Erste, den mir da umlegt? Keine Ahnung, auf jeden Fall der Romans Freundin oder Frau bumst. Ja gut, bei dem kann ich es verstehen, das war ein Drecksack. Aber... wen legt man sonst noch alles um? Irgend so ein Typ von UL Paper? Nee. Irgend so eine Anwaltskanzlei, ne? Irgend so ein Typ legt man noch um? Das kann ich nicht verstehen. Wieso man den umlegt? Klar, der eine hat da mit dem anderen eine Rechnung offen oder irgend sowas. Aber umlegen? Ja gut, es ist Amerika. Da wird nur mit Blei verhandelt. So, ich leuchte hier mal noch aus. Nicht, dass hier irgendwas spawnt, weil ich es vergesse. Ja, einfach mal YOLO-Style hier ausleuchten. Ja,
Darf ich nachher alle wieder abhauen? Na egal. So, wie viele Blöcke haben wir? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, 4. Ich würde sagen, dann hauen wir das hier unten noch raus und hier oben kommt dann. Moment. Mache ich das jetzt überhaupt richtig? Ja, das mache ich goldrichtig. Das ist sogar sehr richtig, was ich hier veranstalte. Bis auf, dass ich mich verbaue. Aber ansonsten ist es wirklich... Alter Schwede. Nein, Tastatur, jetzt nicht rumzicken. So, wartet mal ganz kurz. Meine Tastatur zickt mal wieder rum. Yep, das so tönt's, wenn ich meine Tastatur ausziehe. So, jetzt müssen wir uns noch einen Eingang bauen. Den Eingang, den zimmer ich hier rein. Au, voll auf die Fresse gelegt. Haben wir noch Treppen? In unserer momentanen Bude. Naja, ich muss hier noch mal kurz abdichten, weil ich werde das hier, ich werde das noch nicht umhauen, weil ich habe zu wenig. Ich Depp könnte mir einfach auch Äxte machen, ne? Geronimo, ich sollte mal darauf achten, dass ich nicht überall runterjumpe. Es geht übelst auf unsere Herzen. Es geht auf unser Herz. So. Ich glaube, da müssen wir auch kein Bewässerungssystem anlegen. Fällt mir gerade ein, ne? Bewässerungssystem wäre jetzt irgendwie fail. Geht nicht. Ja, das könnte sich noch als schwierig erweisen. Scheiße. Müssen halt 3 Blöcke in der Höhe reichen. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir noch ein Bewässerungssystem bräuchten für unsere Farm. Na, ich gucke mal. So. Perfekto. Machen wir noch einen extra Rahmen. Wobei, wir müssen ja noch was extra dazu bauen. Für unsere Viecher. Also hier kommt rundherum Zaun hin. Dann mache ich einfach hier breiter. Und rumherum sind dann die Viecher. Hier wird zwar jetzt kein Riesengehege. Na, wir sind ja auch kein 5-Sterne-Hotel, ne?
die Sonne geht ja da unter, ich Depp. Ich muss mir noch kurz neue Erde holen. Ja, mäh dich doch selbst. Dann könnten wir eigentlich mal unser Bett nach unten verlegen. Wir bräuchten einiges mehr an Erde. So. Ja, ich werde mich jetzt damit beschäftigen, hier Erde abzubauen, bis es dunkel wird. Und danach werden wir uns oben pennen legen. Wir nehmen nachher das Bett mit in unsere neue Behausung. Eigentlich mache ich ein Haus fertig, ne? Wohne gar nicht lange da drin und baue direkt das nächste. Ja, aber auf dem Haus am See werden wir wahrscheinlich eine Weile bleiben. Habe ich, glaube ich, auch bei dem hier gesagt, aber... Ja. Ich wollte jetzt halt einfach mal was Spezielles. Was nicht jeder hat. Und ein Wasserhaus hat nicht jeder. Ich brauche... Schaufeln. Gib mir eine Schaufel. So, schnell weiter bauen. Gleich, ja, es wird ziemlich bald Nacht. So, dann gehen wir mal rein. Hier rauf. Suchen. Ja, das werden wir noch brauchen. Das kann man auch benutzen. Was brauchen wir noch? Glas brauchen wir. Zaun brauchen wir. Das brauchen wir. Was brauchen wir noch? Ja, für ein bisschen Knochenmehl wird nicht schaden. Die Eier. Wir haben ja zwei. Flachwitz. Gute Nacht, mein neues Haus. Es sieht irgendwie komisch aus von hier. Naja. So, steht mein Haus noch? Na gut. Könnte auch nur untergehen. Au. Essen. Wir brauchen noch Essen. Ich habe gar nicht geschaut. Haben wir noch genug Essensvorrat? Wir haben nichts mehr, ne? Wir haben absolut nichts mehr. Das ist kacke. Machen wir uns halt hier Brot. Der hier ist leer. Können wir dann hier dann in die Truhe hier mitnehmen. So ein Ofen brauchen wir auch noch. Geronimo! Ach ja, unser nächstes Haus könnten wir dann da oben auf dem Turm, auf dem Berg bauen, ne? Ja, mal gucken. Ich werde das erstmal mein Haus inspizieren, dass hier kein Gefieche hier unten ist. Niemand da? Sehr schön. Keine ungebetenen Gäste. Ist doch herzallerliebst. Sand. Und das kommt hier alles rein. Brauchen wir noch nicht. Zaun könnten wir noch brauchen. Erst brauchen wir Erde.
ganze Menge. Platsch. Ich hoffe, das reicht von der Erde her. Wird's, glaube ich, nicht, aber man kann es ja mal testen. Mist. So. Das war fast ein komplettes Stack, ne? Das war mehr als ein Stack. Alter, wo ist unsere Erde hin? Ich dachte, wir hatten noch viel mehr. Das kann problematisch werden. Wir brauchen einiges viel mehr an Erde, als ich geglaubt habe. Und wir brauchen Essen. Und das ziemlich fix. Warte, da haben wir einen roten Pilz. Haben wir hier irgendwo einen grauen Pilz? Kann ich mir Pilzsuppe draus machen? Das sind auch nur rote, ne? Ein roter Fliegenpilz, ein überdimensionaler Fliegenpilz. Gibt's hier keine normalen Pilze? Keine Steinpilze? Lecker, lecker. Nur giftige Fliegenpilze? Ist ja kacke. Also wenn schon so eine Übermacht an Pilzen da sein soll, dann bitte beide Sorten. Damit ich mir wenigstens was zu essen machen kann. Aber so? Ich sehe hier keinen normalen Pilz. Na gut, normalen Pilz sehe ich wirklich nicht, aber... Ach, da hinten! Leck mich am Arsch! Da hinten ist so ein grauer Pilz.